stattdessen questen wir einfach mal weiter. Was haben wir noch auf U? Ich muss mal die Tastenkürze mal lernen. Oh, und noch eine Chest. Und ein irgendwas Ding. Fetid Pool. Das dürfte das hier sein. Exakt. Das sollen wir einmal clearen. Das heißt, wir machen es wieder altbacken. Oh, das ist natürlich fies. Man kann nicht sonderlich weit gucken. Und die Zombie-Viecher sind ein bisschen widerstandsfähiger. Driftwood Maul. Ah, ne, warte, das ist so eine riesige Keule, ne? Ne, das ist natürlich unnötig. Spell Damage bei 10. Da habe ich was Besseres. Derzeit im Angebot. Hier haben wir noch eine Portalrolle und ein. Ja. Gut, wir gehen schön nah am Rand entlang. Hier ist noch ein Driftwood irgendwas. Elementar-Damage, nee, ist natürlich unnötig. Das Ding ist auch relativ unnötig. Platten irgendwas. Ah, das sind die toten Viecher. Ups, sorry. Hä? Na, ja, klasse. Nailed Fist erneut. Wir müssen dieses komplette. Wow, fuck. Oh, wo hat der sich denn hingeportet? Was bist du denn da für einer? Raises Undead. Resists Lightning. Weißt du was? Ich kann auch Untote beschwören. Wie gefällt dir das, du Vollspaß? Leather Cap. Irgendwas anderes. Zeugiges Zeug. Stun Duration. Uninteressant. Uninteressant. Die sind unidentifiziert. Das ist natürlich was. Ne, ist auch uninteressant. Oh, 20% zu Maximum Energy Shield. Das ist natürlich etwas, was es sich lohnt zu identifizieren. Ne, 7% verringerte gegnerischer Widerstand gegen Stun. Interessant. 2 zu Maximum Energy Shield. Faszinierend. Ja, 55 von 105. Das ist schon mal ganz gut. Trotzdem wackeln wir hier noch ein bisschen rum. Wir haben ja gesehen, da war ja auch diese eine komische Quest. Oder gibt es jetzt hier nichts mehr, nachdem wir den einen Typen. Doch, doch! Wisdom. Keine Ahnung, was das ist. Smart Life Flask. Ja, okay, die müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wir haben, glaube ich, genug. Driftwood Ward. Iron. Irgendwas. Moment.
uninteressant, uninteressant, uninteressant. Gut, hätten wir das natürlich auch schon mal gelöst. Moment, so. Und ja, ich weiß, wir haben ein Level-Up gehabt. Ah, wipe out the remaining monsters. Ja, alles klar. Wir haben einen neuen Punkt. Wir könnten natürlich unseren Zauberschaden erhöhen, was natürlich weiter zu unserem Lord of the Dead führen würde. Oder wir könnten von hier unten aus direkt hier hoch und die Mana-Regeneration noch etwas ankurbeln. Was ich derzeit nicht für nötig halte, also erhöhen wir noch einmal die Zaubergeschwindigkeit. Ich möchte mich nicht unbedingt hundertprozentig auf meine kleinen Teufelchen da verlassen, die da so rumwuseln. Aber sie sind doch schon ganz nett als Unterstützung. Vor allen Dingen, weil sie einem den größten Teil der Gegner halt vom Leib halten. Mhm. Ah, okay, hier in der Mitte kann man nicht übers Wasser drüber. Das heißt, es gibt nur die Monster, die am Rand. Oh. Transmutation! Yeeha! Scroll of Wisdom! Yeeha! Hoch 10! Oh, wir haben noch einen Champion gefunden. Der natürlich besondere Behandlung benötigt. Life is fleeting. Oh, schön mal wieder eine Stimme zu hören. Hat er überhaupt nichts gedroppt? Nein. Shortbow. Ah, der zeigt mir an, wie viele Monster noch übrig sind. Hoffentlich Schwachsinn. Drei Monster sind noch übrig. Ja, unsere Mana-Regenerationsrate ist relativ hoch. Eins, zwei, drei. Talk to. Ja, das mache ich doch gerne. Aber zuerst einmal stopfe ich mein Inventar wieder voll. Mit irgendwelchen wichtigen und unwichtigen Dingen. Und gleichzeitig gucken wir natürlich noch hier. Genau. Nein, das sehe ich nicht so. Guck mal einer an. Das Zeug bewegen wir erstmal auf Seite, damit wir hier was Platz bekommen. Für. Das Ding. Warum? Ich habe keine Ahnung. Warum nicht? So, wenn ich die von da oben darunter bewege, dann könnte ich natürlich das hier machen. Was dazu führen würde, dass ich das hier tun könnte. Und das würde absolut überhaupt nichts bringen. Aber okay. Hätte ja sein können. Gut, dann haben wir jetzt zwei Quests, die wir an unseren tollen Hauptmann abgeben können. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. So, Inventory. Wir haben ja noch hier so ein tolles Portal-Scroll. Schade, dass wir keinen Deckard Cain haben wie in Diablo. Und ich würde gerne als allererstes mal verkaufen. Mhm. Die Dinger hier, die geben immer das, ne? Und sobald ich die irgendwie identifiziere... 8 zu... Das ist doch fies, oder? Items... Boah, das erhöht die Chance um 7% seltene Items zu finden. Verdammt. Okay, Ah, das kann ich nicht tragen. Warum kann ich das nicht tragen? Ach, ich bin momentan im Shop drinne. Screw you. Nein, ich bekomme jetzt mal restlichen Quatsch. Also lohnt es sich doch, gewisse Sachen trotzdem zu identifizieren. Selbst wenn man denkt, dass sie überhaupt nichts bringt. Obwohl es eventuell was bringt.
Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Waffe oder sowas identifizieren, aber Rüstungen zum Beispiel. So, dafür kriegen wir sogar einiges. Ich weiß, wir mischen jetzt momentan ein bisschen. Den habe ich noch gar nicht gekauft. Das ist die Identifikationsgedöns. Das hier sind die. Dadurch bekomme ich wieder einen neuen davon. Hiervon noch zwei rein. Hiervon haben wir jetzt einen. Das hier sind diese Transmutation-Dinger. Warum auch immer ich die Small Flasks drin habe und warum ich auch immer ich noch die hier drin habe. Fragt mich nicht. Ich würde lieber zwei von den Lebensflasks mitnehmen. What now? Ich hab keine Ahnung. Gut. So, you opened the tidal passage and lived to tell the tale. Forgive me if I don't seem over the moon about it. I was running down a wounded Ra one night's eve, when I glimpsed something in the watery cave, behind the mists of the falls. Looked a bit like one of those sand spitters, the size of a bloody ox. I reckon it'll be nesting down in the flooded depths somewhere, below that submerged tunnel. If you're going that way, then, do us a favor. Take this and go spill the old shield crab's guts before it gets hungry and comes looking for us. Okay, neue Quest, alles klar. Oh, wir können wieder was aussuchen. Feuersturm. Ach, das ist das, was wir gesehen haben von dieser einen komischen Tuse. Diese von oben herabfallenden dieser Feuerregen. Die explodieren, wenn sie landen und machen Flächenschaden. Das haben wir auch schon gesehen. Das ist dieser komische Eisstrahl in eine gewisse Richtung. Was haben wir hier? Launches a shard of ice that pitches close enemies before exploding. Pierces. Wahrscheinlich irgendwie festhalten. Exploding on a distance enemy with a much higher critical strike chance. Seconds from has 600%. Ah, warte, 40% erhöhte Chill Ration on enemies. Was auch immer das heißt. Wahrscheinlich je weiter der Gegner weg ist. Enemy seconds from has 600% increased critical strike chance. Das ist natürlich hart. Fires an arc of knives in front of the caster. Okay, das ist sehr uninteressant. Chilling Circle of Ice expands from the caster. Okay, das heißt, es ist so eine Frostwelle, die um einen herum geht. Sowas wie dieser Eiskreis, den wir haben. Ja, Chilling Circle of Ice. Das heißt, das Ding haben wir schon. Summons a short-lived flaming skull that rushes at nearby enemies and attacks them rapidly. Enemies will not directly engage these spirits and can pass through them. To 50 rating, raging spirits at a time. Base duration is 3.5 seconds. Ah, das heißt, man beschwört irgendwie so einen Skelettkopf, der in der Gegend rumschwirrt, und davon kann man 50 gleichzeitig in der Gegend rumschwirren lassen. Die allerdings nur 3,5 Sekunden halten, und deshalb Ding hat eine Castzeit von 0,8 Sekunden. Ja, jetzt, liebe Mathe-Genies, einmal bitte ausrechnen. Set the marker at a location. After short duration, lightning strikes the martyr, dealing damage around it. When this happens, it will also set off the lightning at another marker you've cast. Ah, das heißt, wenn ich einen
Das heißt, wenn ich einen Marker da hinsetze und irgendwo anders noch einen Marker hinsetze. 1,5 Sekunden. Castzeit ist 0,5 Sekunden. Das heißt, ich müsste im Prinzip das Ding zaubern, dann müsste ich 1 zählen und den nächsten irgendwo hinsetzen, dann würden 2 gleichzeitig runterkommen. Explode an unused corpse. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Die Frage ist, was wir jetzt nehmen. Wir haben ja noch keinen Licht. Also wir haben bis jetzt nur Feuer und Eis. Wir brauchen aber noch Licht. Oder wir spezialisieren uns zum Beispiel auf Feuer. Was denn zum Beispiel das hier noch wäre. Und würden das Eis zum Beispiel nutzen, um Distanz zu den Gegnern zu wahren. Was natürlich auch noch eine nette Sache wäre. So, das hier wäre dann Eiskristalle. Eis. Eis. Flaming Skull wäre natürlich noch interessant. Das ist Lightning und das hier ist ja, physikalischer Schaden hauptsächlich. Ich würde aber mal sagen, dass wir das Ding hier nehmen. Das kann man nämlich öfters mal benutzen. A necromancer? We've got enough undead wandering around without someone raising more for us to deal with. Well, good to see you don't mind getting your hands filthy. Here, have this. The mark a dirty job well done. Oh, was haben wir denn hier? Grants 2 passive respect points. Nice. Skillbook from, ja, nehme ich doch. Ja, damit. I've traveled inland, on the Emperor's Road by the Prisoner's Gate. Had to skirt around Axiom Prison. That's the whole fast of Brutus, the Warden. Bloody treacherous trip it was. Worth it. There's forest inland. Game, berries, fruit. More food than we can scrounge here. But most here wouldn't survive the journey. Would be a damn sight easier if we could pass through the prison. Tell you what. You carve us a path up the coast. Find us a way past or through Brutus. And you'll have more than a few lives owing to you. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Genau. Moment mal, das war... exakt. Okay, wir haben einmal das hier. Und einmal haben wir das hier. Dirty Job. Faded Pool of the Necromancer and his Undead Minions. Rewarded you with a skill book. Use it to gain 2 passive Arcane. Ah, wir müssen jetzt hier den Weg komplett durchmuggeln. Okay, das ist dann unsere Hauptquest, den wir jetzt haben. It asks you to dispatch the Druder. Das ist hier das. Ja, das ist dieses komische Cave-Ding, was wir, glaube ich, frei gemacht haben. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Aber erstmal das hier. Inventory. 2 neue Skillpunkte. Ah, okay, da geht das Ding rein. Da geht der nicht rein? Doch, da geht der auch rein. Okay, wir haben den auf W. Wir haben den auf W, das ist ja dieses von oben kommende. Wir haben einmal unseren Feuerball. Dann haben wir das von oben kommende. Unsere Skelette wiederbeleben. Okay. Moment mal, ich muss mal gucken, wie ich das alles auf einen Nenner bringe. Ich guck mal, ob ich damit zurechtkomme oder ob ich das irgendwie umändern muss. Aber das ist erstmal unwichtig, denn wir können 2 verfluchte Punkte verteilen. Das bedeutet so viel wie... Da können wir nicht drauf scannen. Oh, sag mir nicht, wir müssen von beiden Seiten da drauf kommen. Refound Points. Refound Passives. Ah, ich kann die Passiven zurücksetzen. Ach so, ich dachte, wir hätten 2 tolle Passivpunkte gekriegt. Das ist ja langweilig. Nee, wir lassen das alles so. So schlimm ist es jetzt nicht um uns bestellt. Wir haben immerhin gute Gegenstände.
Wobei ich ganz ehrlich das Ding jetzt auch verkaufe. Das ist völliger Schwachsinn, dass wir das überhaupt noch im Inventar haben. ja. Erstmal verkaufen. Toll. Ich will mehr davon. So. Und dann reden wir mit ihr über die Surviving Wraithclast. Ah, okay, eine kleine Unterhaltung. Surviving in Wraithclast is a simple matter. Don't be curious. Most exiles test fate, braving the coasts in hopes of taking prisoner's gate to greener pastures. None have returned. Perhaps they were right. Or perhaps their lives were dashed as quickly as their hopes. Ja, beides ist möglich. What a lovely day we're having. Es regnet. Aber okay. One day we'll be strong enough to make our way inland. Build new lives on the carcass of a dead empire. Ich dachte schon, es wäre abgestürzt. Haha, aber die Aufnahme ist kurzzeitig abgebrochen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich breche dann hier an der Stelle ganz kurz ab. Moment,